macht das irgendwie alles noch unheimlicher. So, hier ist ein Terminal. Erstmal gucken wir uns um. Was ist das denn hier? Hallo? Schrott ist voll. Komponente B nehmen wir mit. Schrank zum Verstecken. Leerfrechheit. Oh, da geht's lang. Hier kann ich auch... Nee, nicht ganz. Lüftungsschacht. Ach, hier können wir weiter. Aber das ist denn da, wo die Tür verschlossen ist. Gucken wir mal, was hier so drin steht. Erstmal privat. An W. Chief Porter, AW Sevastopol Terminals. Chief, die gute Nachricht ist, dass die Archivierung des internen Mailsystems von Sevastopol im Zuge der Stilllegung zu 80% erledigt ist. Die Verbindung zu Apollo wurde getrennt, aber das einfache Nachrichtensystem funktioniert noch für die Leute, die noch hier sind. Die schlechte Nachricht: Wer auch immer das System erstellt hat, hat bei der Hardware gespart und es gab ein paar undichte Stellen. Mike Tanaka schaut sich die Sache an. Er ist der Spezialarchivar, den wir bestellt haben. Und er scheint sich auszukennen. Ich wollte sie nur schon mal warnen. Franco. Okay. Freigegeben. Ein Vorposten des Fortschritts. 1. Sevastopol. Ein Vorposten des Fortschritts? Von Julia Jones. Trostlose Isolation. Die Raumstation, die niemand wollte, verwaltet von einer Firma, die wir alle vergessen haben. Sevastopol ist nur noch ein rückständiges Nest. Die Bevölkerung liegt bei einem Zehntel der Optimalzahl. Andockrampen stehen leer und die Rouläden der Geschäfte sind allesamt runtergelassen. Bestellungen für Seeksons kostensparend hergestellte Androiden sind längst Schnee von gestern und das antiquierte Apollo-KI-System unterliegt häufigen Störungen. Apollo-KI-System? Wie konnte es so weit kommen und viel wichtiger noch, wohin sind Milliarden von Dollar an Investitionen verschwunden? Mein Name ist Julia Jones. Für diesen Bericht in der Colonial Times habe ich 2 Monate lang auf der Sevastopol gelebt und den Preis entdeckt, den unsere zweitrangigen Firmen für ihre Überexpansion im Wettrennen in die Tiefen des Weltalls bezahlen müssen. So, eigentlich kann ich besser lesen. So, hier oben war ja leer. So, dann haben wir hier nur Audio. Da ist nix drin. Zubehör ist auch nix. Armselig. So, dann hoffe ich, dass wir nix übersehen haben. Von Interesse ist hier noch. Ja, die Kiste. Oh, hier ist wieder ein Kopierer. Aber das mit unseren Po fotokopieren lassen wir mal. Abriegelung deaktivieren. Oh Scheiße, Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht bewegen.
Scheiße. Heilige Scheiße. Soll ich da hinterher? Weg ist es. Ein Blitz schlägt niemals zweimal an derselben Stelle ein. Kommt das Vieh zweimal an derselben Stelle raus? War das hier schon immer so dunkel? Aber der Schwanz, das ist ja ekelhaft. Was ist das hier? Ist das ein Lüftungsschacht? Ja, jetzt sollen wir hier leer machen, oder wie? Das ist ja alles zu hier. Hier ist nix. Das ist zu? Ja, dann haben wir keine andere Wahl. Und hau... Rock! Wo soll ich jetzt hin? Ich werde jetzt speichern. Geh mal hier lang. Errungenschaft freigeschaltet. Schicht im Schacht. Hat sich doch schon, oder? Gott. Also ich hoffe wirklich, dass das Vieh hier nicht reinkommen kann. Weil ich muss ja hier schon geduckt gehen oder krabbeln. Da ist ein Schrank. Da drüber ist ein Lüftungsschacht. War das der Lüftungsschacht oder war das das... So, jetzt wissen wir ja, dass das Vieh in unserer Nähe ist. Aber vielleicht geht es ja irgendwann wieder weg. Eine ganz... Selbst die Computer machen mir hier Angst. Diesen komischen Geräuschen. So, wir speichern. So, ich guck mal auf die Karte und dann... Hier war noch was. Das war Schrott, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir haben... Schrott ist alles voll... Ja, Schrott ist voll und wir können nichts bauen. Obwohl ich könnte noch mal ein Medikit bauen. Und dann holen wir uns den Schrott. So, dann haben wir hier nämlich... hier ist ja noch was. Habe ich was vergessen? Eine Ausweiskarte habe ich vergessen. Du meine Güte, die habe ich vergessen. Aber wir sind ja bis jetzt weitergekommen. Habe ich hier ein Inventar, wo ich sehen kann, was für Karten ich habe?
Nee. Oder? So, hier haben wir. Oh, uns fehlen ja nur zwei. Zwei Archivlogs fehlen uns nur. Entweder waren die waren wahrscheinlich am Anfang des Spiels. Okay, Nostromo-Logs gibt's noch nichts. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder. Also hier nochmal die Karte. Dann gehen wir jetzt wieder hier lang, weil hier ist jetzt das Gitter auf. Dann gehen wir wieder nach oben. Wir müssen jetzt zum Fahrstuhl. Ich weiß ja nicht, ob wir das selber drauf achten müssen, wenn das Vieh kommt, oder ob uns unsere liebe Amanda einen Hinweis gibt, dass die sagt, oh nein, oder oh Gott. Wir speichern jetzt nochmal. Oh, ich hab das Ding umgelaufen oder was? Verdammt. Da jede Ecke irgendwelche Geräusche. So, wenn uns die Typen wieder angreifen, jetzt haben wir ja eine Knarre, aber dann machen wir auch wieder Lärm. Und da oben haben wir, glaube ich, nichts zum Verstecken gehabt, außer einen komischen Schacht. Die Aussicht hier haben wir auch noch gar nicht genossen. Schön. Zugangsgenerator. So. Nimm mal den. Nimm mal den. Nimm mal den. Was ist das hier? Was ist hier los? Schande. Ach du Scheiße, das Vieh hat die Leute gekillt. Und ist direkt da drüber in Lüftungsschacht und da muss ich hin. Ganz toll. Gibt's hier noch was? Das sind diese komischen Stromdinger. Da ist eine Tür. Da könnte ich doch jetzt, glaube ich, rein mit diesem Teil. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Hier war es gerade in der Nähe irgendwo. Hier was drin. Hier gehe ich mal nicht hin.
Kann ich die Leiche durchsuchen? Ja, Revolvermunition. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Schneller, schneller, schneller. Scheiße, Panik, 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 Panik. Hacken Sie den Zugangs... Ja, mache ich irgendwas. Ich drück mal einen Knopf. Oh Gott, mein Herz. Da kam das Vieh dann wirklich nochmal runter. Oh Mann. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Da sind gerade Leute lang gelaufen. Ja, ich... Also da oben war die Kacke am Dampfen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich runtergefahren bin. Oder hoch? Nicht hoch oder runtergefahren. Hier ist erstmal eine Karte und dann sollen wir uns an der Rezeption melden. Wenn wir alles förmlich machen wollen. Die sind gerade da reingelaufen, jetzt ist die Tür zu. Local Departure Bay. Das Leben wartet auf niemanden und man kann sich leicht überwältigt fühlen. Hier bei Seeksen wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Also hier sind schon mal... Daher werden unsere Kommunikationskanäle von der Apollo... Keine Lüftungsschächte. ...ihre Anfragen zusammenfasst. Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seeksen das technische Wettrüsten verliert. Gott, wie der sich anhört. Also Kinder darf man hier nicht rumlaufen lassen, die kriegen ja Angst. Aber das hier ist auch eher so ein Arbeitsbereich, so wie das aussieht. Also hier will ja keiner leben, wie das... kriegt man ja Depressionen und Angstzustände. Die ist zu. Bindemittel. Können wir irgendwas Sinnvolles bauen? So, ich habe mal eine Rauchgranate gebaut. Ich habe nichts gesagt wegen dieser Lautsprecherdurchsage. Gott, sieht da schlimm aus. Die Rauchgranate, gibt es hier auch nochmal Tipps? Dieses beim Aufprall explodierende Gerät setzt eine Rauchwolke frei, die die Sicht behindert. Als modifizierte Annäherungsvorrichtung eignet sie sich als Falle, die von Feinden ausgelöst wird. Also kann ich das auch irgendwie nur wegen Gesicht machen, aber das bringt beim Alien wahrscheinlich gar nichts. Auf Neuverkabelung zugreifen. So, da können wir mit Tabulator können wir Raum wechseln. Jetzt sind wir Rezeption und... Was ist das? Kommunikationszugriff oder was? Andere gehen nicht. Luftreinigung und Kamerafeed. Die machen wir mal aus. Türzugriff. Ist vielleicht die eine da. Das eben. Wartet auf niemanden und man kann sich leicht überwältigt fühlen. Hier bei Seeksen wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Wir verbinden Menschen, wo auch immer sie sich befinden. Also hier ist ein Lüftungsschacht. Der einzige in diesem Abschnitt.
Dafür kann ich mich noch nirgends verstecken. Schrottladungspack. Da ist ein Schrank, also da kann man sich verstecken. Wie mehr ist hier nicht? Kann ich da drunter? Ja. Aber das dauert ja immer ein bisschen. Das heißt, ich muss schon immer ein bisschen Vorsprung haben. Gott, diese ganzen Geräusche. Warum ist hier so viel Nebel? Kannst du ja Lasertag spielen hier, dann sieht man die Laserstrahlen. So, das ist... Was bedeutet das? Ausgang, ach so. Dann gehen wir jetzt mal hier diesen Abschnitt lang. Da ist ein Lüftungsschacht. Kann ich da hin? Ist der Rauch weg?